Ja, hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einer brandneuen Folge von Let's Play Transport Fever 2. Schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zum lustigen Projekt einer neuen, nicht neuen Karte, aber zu einem Projekt, wo ich versuche, ein ganzes Netz aufzubauen. Hier in der letzten Folge haben wir ja eine weitere Stadt verbunden im Schienennetz, beziehungsweise eine Stadt und ein Dorf. Ja, plus eine weitere Schienennetzverbindung zum Güterbahnhof. Und ich habe ja gesagt, ich würde die Signale in der Pause setzen, aber ich mache es doch lieber mal hier jetzt in der Aufnahme. Und lass die Zeitwende ein bisschen laufen mit, damit der Transport weiterläuft. Und wie gesagt, ich hoffe, das klappt alles so, wie es sein sollte. Und ich würde sagen, legen wir mal los. Wir können die Geschwindigkeit mal... Habe ich die Geschwindigkeit zugelassen oder mal so gelassen? Machen wir mal 2. Sollte erreichen, egal. So, dann setzen wir erstmal ein paar Signale. Wir haben ja gleich Neujahr. Mal gucken, was wir für neue Angebote bekommen. Wobei, die schauen wir uns erstmal an. Cool, gibt keine. Sehr schön. Hat ja gut geklappt. So, Signale. So, ich habe ja das wunderschöne Tool, Autosignal. Alle 500 Meter. Das ist jetzt die Frage. Ja. Machen wir alle 500 Meter. Das sollte reichen. Ne? Jetzt ziehen wir hier noch eins hin. Wobei, das hat jetzt eh nicht viel gebracht, weil wir hier sowieso kaum Strecke haben. Aber gut. Ne? Machen wir nochmal aus. Setzen lieber nochmal manuell. Brunspetra schießt die Ver... Brunspetra, wo ist denn Brunspetra? Ist es hier in der Nähe irgendwo? Dahin, nee. Brunspetra? Was, Brunspetra oder Bruns... Ach, egal. Ist ein Ort da. Ich meine, bis dahin ist wieder eine neue Industrie erschaffen worden, weil so lahmarschig wie ich bin, würde mich das Ganze nicht wundern. So. Gut, dann setzen wir hier noch ein Signal. Hier noch ein Signal. Wobei, das machen wir nochmal weg. Ich würde das Signal doch hier setzen. Dann hier ein Signal setzen. Dann hier für die Ausfahrt. So. Das stimmt auch. Machen wir hier noch eins hin. Machen wir hier noch eins hin. Weil die Entfernung ist schon lang, ne? Gucken wir uns das Ganze mal an. Ansonsten korrigiere ich das nochmal. Da eins hin, da eins hin. Das würde ich eher hier platzieren. Ich lass mal dieses Auto-Ding aus. Das ist mir besser. Ich möchte nicht, dass es, ne? Habe ich besseren Einfluss. So, machen wir hier nochmal eins hin. Da eins hin. Brauchen wir noch ein Einfahrsignal. Perfekt. So. Wir sind hier in Naumburg, ne? Ja. Gut. Das haben wir schon mal. Das passt auch. Dann brauchen wir hier noch ein Ausfahrsignal. Nicht lieber dieses 6 Meter Ding. Das Problem ist, je mehr Signale wir setzen, desto mehr müssen wir später austauschen, ne? Oh, das wird so lustig. Glaubt mir. Das wird richtig lustig. So, okay, das haben wir. Dann machen wir mal kurz das hier hin. Und das machen wir hier hin. Und ich werde ganz schnell nochmal meinen Spielstand überschreiben. Speichern, ja. Bin nämlich vergessen. Zur Sicherheit.
Ja, einfach nur zur Sicherheit, falls der Herr Lost doch mal zu sehr lost sein sollte. Das Autosignal-Ding machen wir mal alle 410 Meter. Das heißt, ab hier ist da wieder einer, da wieder einer. Ich denke mal, das sollte reichen. Ja, reicht auch. So, dann setzen wir hier wieder. Genau andersrum. Perfekt. So. Gut, das mit dem Bahnübergang ist ein bisschen... Ja, das ist schon doof. Muss ich ehrlich sagen. Setzen wir das eher hier hin. Und dann das hier hin. Weil... Der soll ja nicht am Bahnübergang stehen und am Ende die Autos blockieren. Das können wir nicht machen. Ne? Das können wir einfach nicht machen. So, dann machen wir hier eins hin. So, dann kommt hier eins hin. Dann kommt ebenfalls hier eins hin. Genau. Dann, der fällt geradeaus dann weiter, genau. Machen wir hier eins hin, da eins hin, da eins hin. Machen wir hier eins hin. So, und hier machen wir... Wobei, eine Kreuzfläche brauchen wir ja hier nicht. Weil hier endet in Zukunft auch kein Zug. Und ich denke mal, zum Gleiswechsel. Gleiswechsel brauchen wir ja auch nicht. Das wäre ja Schwachsinn. So. Gut. Dann entfernen wir mal dieses Signal. So. Kommt erstmal hier eins hin. Das nächste Signal erstmal da drüben am besten. Wobei, das könnte auch viel zu lang sein von der Entfernung her, aber... Ja, das passt schon. So, dann haben wir schon mal hier. Gut. Kommt erstmal hier ein Signal hin. Ja, hier machen wir noch ein Signal hin. So. Okay, dann haben wir schon mal erstmal die Verbindungen. Ich lasse den erstmal. Ja, ich wollte sagen, wir lassen ihn erstmal bis Borne fahren. Aber das Problem ist, ich habe ja gesagt, das endet eh in Zug. Aussage widersprochen. Also, das ist ja. Ja, dann machen wir halt. Eine Weiche hin. Das ist jetzt eigentlich auch kein Hexenwerk. So. Eine Kreuzweiche. Eigentlich hätte auch eine einfache gereicht, aber wenn ich ja sowieso zwei Züge fahren lasse und es sollte irgendwann dazu kommen, dass sich beiden doch hier treffen, dann wäre es ja Spaß, wenn der vom haltzeigenden Signal wartet. Das wäre ja wirklich dämlich. So, dann machen wir hier noch ein Ausfallsignal hin. So, perfekt. Gut, dann haben wir erstmal unseren Streckennetz soweit ausgebaut mit Signalen und als nächstes werden wir unseren Personenzug erweitern. Dazu brauchen wir einfach das und einfach das Wort P. Vielleicht sollte ich alle in einer Farbe später mal machen, aber das ist auch wieder total bescheuert, ne? So. Gut, Naumburg-Saale Hauptbahnhof. Da gibt es dann die Besonderheit... Ja, da findet halt nicht mehr ab. Entweder Gleis 1 oder Gleis 2 statt. Da bleibt dann fest Gleis 1. So, nach Naumburg geht es dann weiter. Nach Wernigerode. Zack. Wernigerode übernimmt er eigentlich. Doch. Gut, Wernigerode Hauptbahnhof.
so viele Hauptbahnhöfe, weißt du? Überall wird es nur mit Hauptbahnhof. Furchtbar. Egal. So, dann geht es hier erstmal weiter. Das ist erstmal ein langer Abschnitt bis zum nächsten Bahnhof nach Borne. So, hier möchte ich gerne allerdings, dass du auf Gleis 2 schon reinfährst. Alternativ, falls es doch zu einer Gelegenheit kommen sollte, kann er noch auf Gleis 1 ausweichen. So, das Ganze geht dann wieder zurück. Nach Wernigerode. Und dann weiter. Weiter. Nach Naumburg. So. Gut. Und dann halt weiter nach Magdeburg, ne? So, das müsste für die Linie eigentlich jetzt ein bisschen mehr Umsatz machen, weil wir haben jetzt zwei weitere, also eine Stadt, ein Dorf, ans Streckennetz angeschlossen. Sprich, die Leute würden halt dann mehr Zug fahren, ja, und wollen dann halt woanders hin, wo sie sonst mit dem Auto nur hinkommen. Und da ist eine Zugverbindung gerade das Gute. Und wir haben hier schon einen Fahrgast. Und ich befürchte, dass wir wirklich bald einen weiteren Zug einsetzen. Was heißt befürchten? Ich bin ehrlich gesagt glücklich darum. So. Gut, als nächstes wollen wir ja Borne mit Baumaterial ausstatten. Das Schöne ist, Quatsch, mit Lebensmitteln. Mit Lebensmitteln. Dafür brauchen wir auch noch eine weitere LKW-Verbindung. Wobei ich wirklich am Überlegen bin, das Ganze hier mit dem Zug zu machen. Aber das Problem ist, würde ich das hier einfach hier abladen. Ich meine, das geht sogar. Geht das mit den Bereichen, glaube ich, nicht, ne? Weil, ach Quatsch. Lebensmittel wird zwar von Borne verlangt, aber nur von diesem Haushalt, ne? Ein Geschäft. Ist das schön, ne? Ja, da mache ich das lieber so, ne? Gibt es halt noch eine extra Haltestelle und gut ist. Sollte weniger quasseln, sondern einfach machen. Gut. Treibstoff will ja Borne auch haben, was die nicht alles haben wollen. Ne? Die dürfen nicht vergessen, sie sind eigentlich ein Dorf. Später erleben wir Borne als riesengroße Stadt. Cool. So ganz toll. So, dafür brauchen wir erstmal hier diesen Fleck. Neue Linie. Nicht in Pink, Freunde. Was ist denn nur los mit dir, Spiel? So. GZ. Lebensmittel. Nach Borne. Ich muss so irgendwann mal ein System reinbauen. Das kannst du nicht ausdenken. Okay, Signale finden hier auch noch. Hätten wir vielleicht noch erstellen müssen, aber wir machen erstmal die Linie fertig. So, das nennen wir hier Obernaumburg-Saale. Naumburg-Saale Güterbahnhof. Und dann geht die Reise nach hier unten. Oh, wir haben 40 km/h Benz LKW. Ja, nice. Noch ein. Oh, schön. Gut, falls es zur Überfüllung kommt, können wir immer noch hier ausbauen. Das sollte kein Problem sein. Die LKW-Station könnten wir vielleicht noch ein bisschen ausbauen dann auch. Schick dich mal hier hin. Du fährst ja hier rein. Wobei ich würde schon gerne, dass du hier reinfährst. Kriegen wir das hin? Ja. Warum nicht, ne? Und alternativ darfst du auch auf Gleis 2. Alternativ. Wobei, wie ist es eigentlich mit den Waren? Wenn eine Alternative jetzt auf einen anderen Gleis fährt. Na gut, dann. Ach, schon mal neue Chemiefabrik schon mal da läuft. Okay, ich mache mir jetzt keine Sorgen. Wir laden auf von Naumburg erstmal die Lebensmittel.
Und in Borne laden wir sie ebenfalls dann auch wieder ab. Lebensmittel. So, das ist ganz wichtig. Und gucken jetzt nach, ob die Linie richtig verläuft, so wie es sein sollte. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Doch ist es. Das ist genau das, was ich nämlich nicht wollte. Ja gut, weil hier auch eine Kreuzweiche fehlt. Verständlich. Dann kann das ja auch nicht klappen. So. Machen wir gleich die Signale noch mit hin, die ich verkackt habe. So. Die Produktion ist hier im Hochdruck. Sollte ich vielleicht doch noch ein Signal hier hinpflanzen? Ja. Machen wir am besten hier hin. Wenigstens ein Einfahrsignal. Genauso wie hier. Müssen wir hier noch ein Einfahrsignal haben. So, dann das Gleis. Zack. Zack. Gut. Linie. Gut, das macht er. Alternativ darfst du aber auch auf Gleis 2 enden. Ja, wobei es eigentlich keinen Sinn macht, aber ich denke mal, irgendwann werden wir noch weitere Güter da transportieren. Deswegen lasse ich das erstmal so. So, zusätzlich. Also wir werden jetzt gleich ganz hohe Kosten machen. Wir werden erstmal alle Pferdekutschen entfernen und in Sachen LKW umwandeln. Ohne. Oh, sorry. Ging's mir cool. Komm und Cookie hat's Ohr erschrocken. Tut mir leid, Cookie. Wollte ich nicht. Dass wir erstmal hier alles, was mit Pferden zu tun hat, entfernen und dann richtigen LKW-Verkehr machen. Erstens deutlich schneller. Ja, die Ware kommt schneller an. Bla bla bla. Und zweitens, ja, hast du keine Pferdekacke mehr auf der Straße, wobei das hier leider nicht umgesetzt ist. Ich laber einen Müll heute, ey. So, okay, dann Hirn arbeitet, Hirn ist bereit. Sehr schön. Dann würde ich das Ganze hier konfigurieren. Ich würde das Ganze hier schon mal ein bisschen erweitern für Güter. Okay. Wenn ich das jetzt hier schon mal setzen würde, hätten wir nie Gütermangel, ne? Aber erstmal machen wir hier die Plattform. Und erweitern die. Zwei. Ja. Das sollte eigentlich ausreichen. So, Straße. Würde ich auch gleich mit anbinden. Wir könnten eigentlich auch so, dass die gleich da reinfahren. Das ist eine gute Idee ist. Wage ich zu bezweifeln, aber wir machen es einfach mal. Das ist so eine große hier, ne? Die Verbindung steht da trotzdem. Sorry. Die Verbindung ist ja trotzdem da.
Auch wenn es ein bisschen komisch aussieht. Aber die könnten quasi hier schon reinfahren. Und dann würde ich das hier zumachen. Wenn ich das hier zumache, ist ja die Verbindung theoretisch ja trotzdem vorhanden. Ja. So. Jetzt kommen wir langsam zu einem Punkt, wo er langsam sagt, ey Leute, es wird voll, mach mal was. Und das machen wir auch jetzt. Güter, 75. Wir machen das hier schön voll. Was wir nutzen können, nutzen wir einfach. Ne? Einfach zur Sicherheit. Auch wenn es vielleicht ein bisschen doof aussieht, aber wir wollen ja auch keine Waren verlieren. So. LKW. Linie verwalten. Wir sind in Bonn Nord. Alternativ geht auch auf 4. So. Das haben wir auch schon mal. Gut. Damit es ein bisschen schön aussieht. So. Ich weiß, es ist jetzt nicht so optimal, aber nur ein bisschen. Und wir müssen noch die Hauptverbindung wieder anschließen, die wir gekappt hatten in der letzten Folge. So. So, dann haben sie hier gleich eine Einfahrt. Können gleich hier reinfahren, müssen nicht erst hier lang, da rein. Die Straße wird dann auch nicht blockiert, wobei, wem stürzt, ist ja eh keine Sau da. Aber wir haben hier einen größeren Depot. Ja, und die werden dann auch abgelöst. Wir werden dann ordentlich in die Tasche greifen und dann hier dafür sorgen, dass der Güterverkehr ein bisschen schneller läuft. So. Okay, gut. Wir wollten jetzt noch eine weitere Linie machen. Eine LKW-Linie für Borne. LKW. Lebensmittel Borne. Und immer wieder dieses Pink. Ich begreife dieses Spiel nicht. Wieso nimmt er immer diese Farbe? Ey, das ist doch nicht wahr. Gut, von da. Allerdings müssen wir jetzt noch eine extra Haltestelle setzen, denn hierhin wäre sinnlos, weil das Problem ist einfach die Waren, die Lebensmittel, die man haben will, werden nur für dort benötigt. Ne? Und das ist ja mal wohl ganz toll. So. Hier haben wir so eine Art wie eine Hauptverkehrsstraße. Ich würde denen das Ganze hier abliefern lassen. Die Markierung ist ja trotzdem da, damit wir den Verkehr nicht zu sehr stören. Also machen wir das dahin. Dann könnte er sogar hier wieder rausfahren, ne? Weil hält er erstmal an und dann, ja. So, okay. Und als nächstes von hier fährst du dann nach hier oben hin. Und er nimmt auch den schnellsten Weg wieder zurück, ne? Das Kind. Und da musst du das Ganze dann halt entladen, und zwar die Lebensmittel. Ne? So.
Später können wir es natürlich auch so machen. Nein, können wir eben nicht. Aber wir könnten das Ganze als eine Linie machen. Das, naja, Baumaterial und Lebensmittel stelle ich mir schwierig vor. Egal. Nee, ihr vergesst es, was ich sagen wollte. So, okay. Dann musst du aber auch hier auf 1. Und Ausweichmöglichkeit Nummer 2 nehmen. Gut. So, dann holen wir uns schon mal ein Fahrzeug. Cargo. Ja gut, das machen wir gleich. Wir setzen erstmal den Zug ein. Die Linie ist auf jeden Fall verbunden. Ja. Das klappt. So, Naumburg haben wir hier. Dann haben wir als nächstes Magdeburg. Also wir brauchen erstmal unseren Zugdepot. Der ist hier. Fahrzeuge kaufen. Und zwar, gibt es schon diese Fahrzeuge? Nee. Die Zeit haben wir noch nicht. Aber es gibt immer einen Diesel-LKW. 60 km/h zu 100 km/h. Ja, ja, jetzt überlege ich gerade Cargo. Wir brauchen definitiv was für Lebensmittel. 80 km/h ist das höchste. Das werden wir auch ausnutzen. Dann nehmen wir halt eine Lok, die mit 80 km/h ist. Das ist in dem Fall keine große Auswahl. Die hier. Nehmen wir einfach die hier. Und holen uns jetzt für Lebensmittel noch die Wagen und kaufen ein paar Wagen mittelmäßig, solange es nicht schwer ist. 112 Kapazität reicht ja erstmal und du gehst dann auf Reise mit Lebensmitteln nach Borne. Abfahrt. Super. Der geht los. Und dann müsste ich jetzt hier irgendwann langsam auch Lebensmittel auf den Bahnhof kommen. Zumindest sind die Verbindungen da. Für den Transport. Und dann holen wir uns jetzt schnell noch vom Borne ein paar Fahrzeuge, Cargo. 40 km/h. Dann nehmen wir erstmal 2. 7 Kapazitäten. Ja, das ist okay. Ich würde erstmal nur einen nehmen und auf Strecke schicken. Lebensmittel Borne. So. Das ist nur die Frage. Produktion, ja. Das könnte mit der Produktion ein bisschen schief laufen. Ja, er fährt erstmal nach Borne. Gut, lassen wir ihn erstmal fahren. Ich riskiere es mal. Er hätte genug Geld. Bis dahin sind hier wenigstens Lebensmittel vorhanden. Wir pausieren kurz. Gehen hier auf Fahrzeuge verwalten. Für Getreide. Aufgrund der Tatsache, dass die eigentlich deutlich schneller sind, brauchen wir ja nicht alle ersetzen, sondern wir können auch ein paar verkaufen. Das heißt, für Lebensmittel könnten wir 8 Fahrzeuge nehmen, diese dann ersetzen durch den hier. Nehmen doch wirklich alle Güter mit, ne? Ja. So, und die hier, die werden wir verkaufen. So. Was
haben wir hier? Das sind die Lebensmitteldinger. Fahrzeuge verwalten. Gut, da ist die Strecke ein bisschen lang. Ich dachte, ich konnte so einen Trick. Aber kann ich doch nicht. Dachte ich. Die werden wir erstmal auch ersetzen. Gegen den hier. So. Und die hier werden wir wieder verkaufen. Ja, und wenn es noch viel zu viele Fahrzeuge sind, dann können wir ja immer noch austauschen. So. Ich überlege, ob das einen Sinn macht, wenn wir diesen Bauernhof hier mit verbinden, dass der ebenfalls hier runter geht. Ich meine, dann hätten wir ja nicht nur Getreide, weil doch die ganze Menge ist, sondern hier auch noch. Überlege ich gerade. 100%. Ach Leute, das wird schon irgendwie. Und dann bin ich am Überlegen, sobald wir die neue Überlandstraße kriegen, in einem Zeitalter, werden wir sowieso erstmal hier die Straßen ein bisschen ausbauen und wir werden hier so eine Schnellverbindung machen. Wobei, das könnten wir eigentlich jetzt schon machen. Dass sie nicht mehr erstmal nach da fahren müssen, sondern gleich direkt so eine Schnellverbindung. Weißt du? Dann sind sie deutlich schneller unterwegs und machen es einfach. Straße, Überland, Landstraße mit 80. Aber ich will jetzt keine riesengroße Straße bauen. Wieso kann man nicht einfach so eine einfache Straße mit, ja, weiß nicht, mit 80 km/h in Kleinformat, in schmal. Ist doch doof. Aber hey, ich will mich nicht beschweren. So. Wo war denn eigentlich hier der Güter? Dort. Nee. Der eine bringt ihn ja zum Bahnhof. Also machen wir hier eine Verbindung raus. So eine Querverbindung als Abkürzung. So. Also wie das so hügelig. Terror. So. Okay. Das ist ja das schöne Ende, immer direkt gleich das Schnellste. Dann können sie gleich hier lang fahren. Ich meine, die Verbindung, ne? Kostet Geld. Zeit und Geld. So. Jetzt muss ich hier nochmal nachgucken. Linie verwalten. Beladen tust du Lebensmittel. Entladen tust du Lebensmittel in Borne. Nur ich habe den Eindruck, er kommt mit der Produktion nicht hinterher. Entladen tust du hier. Und von hier aus müsstest du auch erstmal was aufnehmen. Das macht da eh keinen Unterschied, aber egal. Und entlade es doch, genau. So. Ich glaube, ja, die Produktion kommt nicht hinterher. Wenn wir wirklich jetzt diesen Bauernhof mit anschließen, kriegen wir ja noch mehr Getreide.
Sollte ja nicht weniger werden. Das können wir ebenfalls hier runterbringen. Sind wir... Also, ne? Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Aber den können wir doch schön verbinden hier. Dann bringt es ebenfalls zur Lebensmittelfabrik, die in ihrer Ware, und kommt dann wenigstens hinterher. Zur Produktionsstufe. Level 1. Ja. Zumal er braucht sowieso zweimal Getreide für 1. Dann machen wir mal... Hier ist sowas von gepflegt. Eine weitere Linie. Damit dieser Bauernhof, damit dieser Bauer auch sein Getreide mehr loswerden kann. LKW-Station. Ich will es aber nicht direkt reinbauen, sondern so ausnutzen, dass die Verbindung noch steht. Damit wir nicht so viel fahren müssen. So. Bis wie weit ist denn möglich? Bis dahin. Okay. Machen wir es hier hin. So. Oder machen wir es bei den Bäumen? Ja, es sieht auch kacke aus. Ich lasse es so. Falsche Taste. So, ich denke mal, da reicht das aus. Rechts und links 10 Meter. Ja, wir lassen es erstmal so. Gut. Da kriegen wir nämlich hier auch noch extra mit Getreide. Dann können die das auch mit runterbringen zur Lebensmittelfabrik und dann haben wir das auch. LKW Getreide. Neue Linie. LKW Getreide. Naumburg. Fabrik. Ich nenne es einfach mal so. Also das mit den Namen, da bin ich wirklich... Kannst du nicht ausdenken. Wieder dieses Pink. Ich möchte das nicht. Das möchte ich nicht. So, einmal von hier nach dort. Dankeschön. Hier das kannst du entscheiden. Und in Naumburg, damit sie sich nicht verhaspeln. Wobei, habt ihr auch beide angeschlossen, ne? Lassen wir mal beide. Die werden sich schon zurechtfinden, wenn nicht, dann ändern wir das um. So. Zack, laden tust du Getreide und in Naumburg tust du Getreide abladen. Zack. So, jetzt müssen wir zwar wieder Geld bezahlen, aber das ist jetzt nicht so tragisch. Fahrzeuge kaufen, Güter. Kaufen wir mal... 8 Stück. Zack. 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 Ich hoffe, dass die jetzt erstmal... Ach, das ist das auch schon. Ja, gut. Oder man macht das wirklich später mal mit dem Zug. Aber gut, das werde ich mir privat überlegen in der Aufnahmepause, wie es in der nächsten Folge weitergeht, ob das jetzt eine Fehlinvestition war oder nicht, ob wir in der nächsten Folge
das Ganze so lasse mit dem LKW oder ob ich das wirklich wieder abmache und doch einen Güterverkehr hinbaue. Das werdet ihr alles in der nächsten Folge sehen. Ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen und würde mich sehr über eine Bewertung freuen und natürlich auch über Kommentare. In diesem Sinne, macht's gut, euer TwinOmCTV. Tschüss!